Wasser ist die Quelle unseres Lebens und Flüsse sind die Adern, die diese transportieren. Flüsse sind die Lebensgrundlage für verschiedene hochsensible Organismen und Nischenbewohner. Sie gestalten ihre Landschaft und sind ständig in Veränderung. Dadurch schaffen sie einen Lebensraum reich an Biodiversität, der viele Ökosystemdienstleistungen bietet, wie die Versorgung mit Trinkwasser. Doch hast du überhaupt schon mal einen natürlich fließenden Fluss gesehen? Wie sieht so ein Flusssystem aus? Heute ist ein Großteil unserer Flüsse begradigt und eingedämmt. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie ein natürlicher Fluss aussieht und wie er seine Landschaft gestaltet und so dieses vielfältige Ökosystem schafft. Das illustrative Buch Through the Eye of a River möchte diese Schönheit und Vielfalt natürlicher Flüsse darstellen. Wir möchten in diesem Buch unsere Liebe zu diesem Ökosystem zum Ausdruck bringen und zu dessen Schutz anregen. Gleichzeitig möchten wir den menschlichen Einfluss auf verschiedene Flusssysteme zeigen. Uns ist es wichtig, verschiedene Perspektiven auf Flüsse zu zeigen, illustrativ, geografisch und erzählerisch, damit der Betrachter Eindrücke sammeln kann, wie bei einer Reise. Das Buch ist ein Kreativlehrbuch, welches Wissen für Jung und Alt erfahrbar machen und zum aktiven Erforschen unserer Flüsse anregen soll. Das Format des Buches ist angeregt von der unbändigen Schönheit freifließender Flüsse. Es ist ein 3,5 Meter langes Band, welches immer wieder neu erforscht werden kann und eine räumliche Erfahrung der Flussgeschichten ermöglicht. My name is Andrina and I'm currently living in Innsbruck. I'm studying geology and I'm working as a glaciologist. I'm Miriam, I'm from the south of Germany and I'm an environmental scientist and with a specialization in river ecology. I'm working in this project because I'm in love with rivers. The water is the source of our lives. And rivers are the veins the water is flowing within. Through the Eye of a River is an illustrative book where we want to display different rivers from all over the world. And the stories show different perspectives on the rivers. So we have experts that are fishermen, kayakers, scientists, someone who really has a deep connection to a river. And we want to share that in a just illustrative way so we don't have language barriers and almost everyone can read that book.